Willkommen in Frankreich, einem der großen Mekkas des Rennsports. Hier gibt es nicht nur die Tour de France, es wird auch als Geburtsort der ersten Autorennen überhaupt gegen Ende des 19. Jahrhunderts betrachtet. Seitdem hat sich natürlich so einiges verändert. Und gleich geht's los mit dem Grand Prix von Frankreich. 6 Links- und 9 Rechtskurven sorgen auf dem Circuit Paul-Ricard für insgesamt 15 Kurven, die es auf einer Länge von 5,79 Kilometern zu bewältigen gilt. Die durchschnittliche Geschwindigkeit dürfte in etwa bei 229 Stundenkilometern liegen. Richtig schnell wird es auf der Mistral-Geraden. Da erwarten wir Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 330 Stundenkilometern. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Dank einer unglaublichen Runde im gestrigen Qualifying startet Carlos Sainz von der Pole. Und daneben steht Charles Leclerc. Und schauen wir uns den Rest der Startaufstellung an. Russell, der Tiger, Sergio Perez und Fernando Alonso. Bottas, Mick Schumacher, Norris und Lewis Hamilton. Ocon, Ricardo, Kevin Magnussen und Tsunoda. Verstappen, Stroll, Pierre Gasly und Alexander Albon. Joe und Nicolas Latifi. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Damit auch von mir ein herzliches Willkommen hier vom Le Castellet zum Circuit, zum großen Preis von Frankreich. Ich bin sehr gespannt, es ist eine tolle Strecke, aber es war auch in den letzten Wochen immer wieder eine Rede, dass es hier der letzte Grand Prix sein könnte. Aber jetzt gehen mal die 5 roten Lichter aus, wir sind das linke grüne Auto hinter den beiden Ferraris. Unser Start war etwas bescheiden, aber wir konnten ein bisschen besser weg, also die Reaktionszeit war ein bisschen schlechter, aber wir konnten ein bisschen wegkommen. Abonniert den Channel, kein kostenlos, lasst doch gerne einen Daumen rum da. Und ja, da zieht der Leclerc weg. Schaut gerne auf Instagram vorbei und auch gerne auf its_Tobi auf TikTok. Links wie mal in der Bio. Und oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, da kommen wir ganz gut an Sainz dran. Nicht Leclerc ist da weggezogen, Sainz. Und jetzt geht's auf die extrem lange Start, auf diese lange Geraden hier, die eigentlich nur von dieser einen Schikane in der Mitte getrennt wird. Sonst wären es 1,8 Kilometer. Und ich muss mich hier ordentlich schon verteidigen gegen die Pace von den Ferraris. Das ist natürlich auch klar. Aber komischerweise konnten wir im Qualifying. Und ich habe mich hier vertan und dachte mir, scheiß drauf, wir riskieren hier eine Verwarnung. Das hätte zum Zurücklenken viel mehr Zeit gekostet als hier. Wir haben im Summe summarum sowieso nicht viel Zeit gewonnen dadurch. Und ja, koste was es will. Ich möchte da heute eine gute Position holen. Und der Win könnte auf jeden Fall, denke ich mal, erst im Greifen nah. Die Pace von Sainz ist nicht so strong wie die von Leclerc. Und wenn wir Sainz in den nächsten, ja, sagen wir mal, 3 Runden holen könnten, wäre das natürlich ein Traum, weil dann könnten wir auch hoffen darauf, dass er nicht gleich von Stallordermäßig von Leclerc, dass er Leclerc überholen darf, sondern dass wir vielleicht ein bisschen Platz gut machen können. Aber natürlich ist der Ferrari, gerade mit DRS und so weiter, eine Maschine. Aber hier sind wir ein bisschen besser rausgekommen aus der Kurve und das könnte wirklich für einen Angriff in die erste Kurve rein reichen. Schnellste Rennrunde für Carlos Sainz. Wir positionieren uns links, weil es einfach ja eine Linkskurve ist und da können wir einfach länger drauf halten. Und wenn es ist, halten wir da einfach drauf und der muss da den Notausgang rechts nehmen. Das war mal ein gutes Manöver, aber er kommt hier direkt wieder zurück. Er wird da direkt reinstechen, nehme ich mal an. Und oh mein Gott, fast Rad an Rad. Es ist kein Abdrängen, aber das ist schon ein cooler Fight hier mit Carlos. Heute wird er leider nicht so weit vorne starten können. Wir wissen ja, der wird vom letzten 19. Platz, glaube ich, geht er ins Rennen, weil Kevin Magnus noch ein paar Strafen hat. Und man muss der wegen dem Australien, wegen dem Österreich, ja, jetzt bin ich auch der Idiot, der Austria mit Australia verwechselt. Und der überholt uns da fast neben der Strecke, weil ich ihn da fast, ich fahre da so eine Asi-Linie. Man muss eigentlich mit dem halben Auto neben die Strecke fahren, um überhaupt da dran zu kommen. Und ja, das ist natürlich ein bisschen so Verstappen-Linie. Damals, als er noch Mad Max war. Auch hier der Alpine sehr gut weggekommen. Das ist natürlich auch der Heimkomplex für die Jungs aus Frankreich. Und ja, da natürlich Informationsflug. Aber wir haben dann gesehen, der vordere Ferrari hatte einen leichten Querschnitt und hat dadurch natürlich auch Leclerc hinten ein bisschen gebremst. Hier nochmal unsere Sicht. Und wir kommen viel besser weg als George Russell, der hier vom
dritten Platz ins Rennen geht. Wir kommen da auch fast neben die Strecke, deswegen habe ich da auch nachgelassen. Habe dann aber gemerkt, da vorne geht was. Genau da war dieser Quersteher von Sainz, der natürlich auch Leclerc ein bisschen eingebremst hat dadurch. Und da konnten wir easy schwuff vorbeiziehen. Das war natürlich echt gut. Ja, ein bisschen weit wieder rausgekommen, aber die halbe Sekunde, wir sind fast zu dritt. Mittlerweile hat Russell Leclerc geholt, aber ich führe dann einen kleinen Führungszug an. Okay, das war sehr weird. Das war ein sehr weirder Satz. Nur Perez kann die Pace nicht ganz mithalten. Das ist ein kleines Loch, aber die zwei dahinter mir, die machen ordentlich Druck, aber wirklich ordentlich. Gerade Carlos Sainz, der ist einfach nicht draußen aus dem DRS-Fenster. Den kannst du nicht wegbekommen. Und ich glaube, der wird auch auf der langen Geraden, wenn wir da nicht einen guten Exit haben, wird er uns da vermutlich wieder angreifen, probieren oder natürlich auch angreifen. Er sticht hier schon mal rein, aber natürlich kann er gerne, wir waren da locker vorne vor dem Scheitelpunkt. Wenn man da reinbremst wie ein Volldrottel, dann darf man sich leider nicht wundern, wenn ein Flügel fehlt oder so, no front oder so, aber die erwarten sich dann, die halten rein, man berührt die und du hast ihnen keinen Platz gelassen. Sorry, es war in Imola schon so, dass wir richtig gefickt wurden, aber auch hier, gerade in meiner MyTeam-Karriere in Imola, das ist ein Wahnsinn, wie die Karriere einfach draufhält. Ich bin Controller-Player, aber ich weiß nicht genau, was Controller-Player mit der KI-Aggression zu tun hat, no front oder so. Ich liebe den Controller und man kann auch mit Controller sehr, sehr gute Zeiten fahren. Ich bin in Frankreich auf Xbox Series 2000, Alter, was macht Sainz denn hier? Egal. Alter, okay, jetzt ist er richtig in Attack-Mode. Oh, das war jetzt Russell, okay. Das wird sehr, sehr interessant werden. Sainz ist jetzt wieder vorbei, er kämpft nur ein bisschen, Jungs, da hinter mir, um zurückzukommen auf das Ganze. Da haben so viele drunter geschrieben, gerade auf TikTok, dass ich das selbst schuld bin, wenn ich keinen Platz lasse. Bro, ich bin neben ihm gefahren, gerade in Imola oder so. Man fährt neben die KI und die wird so unschmoof, die drückt und drückt und dann wackelt sie, macht sie so komische Moves und so richtig zittrig und so, wie wenn es laggen würde. Die KI manchmal echt zu aggressiv dran. Also hier war es eigentlich eh noch sehr fair mit Sainz, der hat ordentlich Bock gemacht. Und wir konnten das erste Mal durch die kleinen Fights hinter mir aus dem DRS-Fenster rauskommen. Aber nur wirklich ganz kurz, aber auch vermutlich, weil jetzt Russell hinter uns fährt und der jetzt nicht so eine stronge Pace hat wie die beiden Ferrari-Jungs. Aber egal, wir haben es geschafft. Wir konnten uns hier 8 Runden mit dem Aston Martin vorne halten. Und jetzt geht es in die Pit rein. 13. Runde. Wir sind 2,8 Sekunden von George Russell weg, der mittlerweile hinter uns ist, weil Leclerc schon in der Box war und ich möchte einen Undercut entgehen und werde auch jetzt in die Box gehen. Wir werden auf die weißen Reifen gehen und hoffen natürlich, beten, dass da nichts schief geht. Los geht's. Lila, das war natürlich sehr gut. Und jetzt. Ja, es war jetzt nicht ordentlich. Unser DRS ist natürlich jetzt auch tot. Wir hatten bis jetzt nicht das Problem, dass wir DRS brauchten. Aber gerade jetzt ist das DRS natürlich verdammt wichtig. Und jetzt fehlt das DRS. Und da vorne hat gerade einer abgestellt. Ja, Daniel Ricciardo übernimmt jetzt kurzfristig die Führung. Den werden wir auch nicht so schnell überholen können. Erstmal hat der Weiß drauf. Wir auch. Wir müssen jetzt ein bisschen natürlich, die Reifen sind kalt für die Verhältnisse. Und da zieht er mal 1,5 Sekunden davon. Wir sind aber auch 3 Sekunden von Sainz weg. Und Leclerc ist leider ein bisschen untergegangen. Salaba jetzt. Es hat eine Runde gedauert, bis wir hier an Ricciardo dran sind. Wir haben eine Zehntel. Ja, es ist immer wieder so schwankend an Sainz verloren. Verstappen mit der schnellsten Rennrunde. Aber wir sind hier dran an Ricciardo. Und ja, ich hoffe natürlich, dass diese DRS-Probleme bald aufhören werden. Boah, das war hart geschnitten. Und ich glaube, das wird schwierig. Ohne DRS auf der Geraden. Ich meine, er hat auch kein DRS. Aber er hat auch ein gutes, besseres Auto. Jetzt noch einmal eine Runde später. Und wir haben es geschafft, dran zu kommen. Ein leicht kaputter Flügel rechts vorne. Das dürfte vermutlich mit Sainz passiert sein. Und da lassen wir ihn fast keinen Platz. Ich meine, es war schon natürlich Platz zum Atmen. Aber ich möchte ihn da jetzt keinen Platz lassen und Hoffnung machen, dass er da vorbeikommt. Ich habe keine Ahnung, warum jetzt auf einmal die KI auf weißen Reifen so langsam unterwegs ist. Die waren auf Rot verdammt nah dran. Aber jetzt hat Carlos Sainz Jr. schon 1,8 Sekunden verloren. Und auch da hinten auch Leclerc jetzt wieder dran. Der hat sich da wieder zurückgekämpft.
Aber ich verstehe nicht genau, warum die KI jetzt so schleißig ist. Ricardo war mir klar, ich meine, der hat abgelutscht, der weiße Reifen. Der wird jetzt dann auch bald in die Box gehen. Aber ja, das ist natürlich gut für uns, wenn die KI jetzt ein bisschen eine Pause einlegt. Jetzt geht er in die Box rein. Sie übernimmt auch nochmal kurz die Führung, bevor wir hier endlich die Führung für uns behalten können. Das sind 4,2 Sekunden, die werden natürlich... schnellste Rennrunde. Es sind 4,2 Sekunden, die werden natürlich jetzt wieder besser. Oder die werden natürlich jetzt wieder auch weniger werden nach Ende des Rennens, wenn unsere Reifen, wir werden die nicht so lange am Leben halten können. So, hier nochmal ein paar Überholungen. Und genau das war diese Szene, wo ich mir gedacht habe, what the fuck. Und da kam links auch gleich hier George Russell. Und das war so ein richtiger Viererkampf um den Win. Also das ist echt sehr, sehr interessant. Und jetzt hier dann diese Attack. Das ist noch Start und Ziel gegen, wer ist das hier? Genau, Ricardo. Und nachher genau in der Runde haben wir ihn dann overtaked. Ich bin da sehr stolz drauf, weil es mein einziges Überholmanöver war. Ob natürlich gerechnet in der Statistik, weil wir ja auch Sainz... Nein, den haben wir ja in der zweiten Runde überholt, oder? Ja, genau. Also Sainz und er waren hier mein einziges Überholmanöver. Der hat doch ordentlich drauf gehalten und richtig da mitgemacht und dran gehalten. Finde ich ziemlich cool von der KI, dass die da jetzt nicht so irgendwie einfach zurücksteckt. Natürlich, an manchen Stellen könnte man das noch ein bisschen optimieren. Aber das Spiel, ich will nicht sagen, dass es noch in den Kinderschuhen steckt, aber es ist noch sehr viel Potenzial nach oben. Ja, und jetzt haben wir eine 3 Sekunden Strafe kassiert. Das ist eigentlich typisch für Le Castellet, wirklich. Das ist so typisch. Und ja, da vertue ich mich gleich hier. Und da dachte ich mir, ist den Chattel. Ja, ich weiß, man müsste eigentlich ganz links fahren und den orangenen Böller nehmen. Aber wenn man sich gerade in der Kurve vertut, dann ist dieser Böller-Regel eigentlich ziemlich unnötig. Aber egal, die 3 Sekunden sind wir noch weg. Aber wir haben jetzt ordentlich an Platz nach vorne verloren. 3,3 Sekunden, die KI hat so unfassbar jetzt aufgedreht, gerade Leclerc, der dürfte noch so perfekte Reifen haben, jetzt müssen wir die 3 Sekunden halten oder wir verlieren den Sieg, das könnte eine sehr interessante Sache werden, Runde 27 von 27, es sind noch 3,1 und wir haben hier 3 Zehntel auf der Geraden verloren, auf Charles Leclerc, das wird eine ordentlich schwierige Sache, den hinten zu halten. Jetzt sind es wieder 3,3, der Exit war toll. Und ja, 3,2 und 3,1. Jetzt wird es ordentlich knapp. Jetzt wird es ordentlich knapp. Könnte uns Leclerc hier noch den Sieg schleißig machen? Ja, es sind auch nur 3,3 zu Sainz. Also, wenn ein Fehler drinnen ist oder noch ein bisschen mehr Reifen in den Ferrari-Reifen drin sind, also ein bisschen mehr Grip auf den Ferrari-Reifen drauf ist, wird das ziemlich schwierig. Aber jetzt noch einmal die letzte Kurve hier. Wir sind 2,8. Und nicht 3 Sekunden. 2,7. Der Exit in der letzten Kurve ist verdammt wichtig. Und da kommt der Quersteher. Aber das bringt... Das ist eine Verwarnung? Ja, ich habe mir dadurch eigentlich keine Zeit verschafft. Aber es reicht mit 81.000stel. Schaffen wir es hier tatsächlich, vor Charles Leclerc ins Ziel zu kommen. Ich glaube, das ist eine der knappsten Zieldurchfahrten, die ich jemals gemacht habe. Also 81.000stel haben uns hier den Sieg gebracht. Ich weiß nicht, ob das Rauskommen mir da was gebracht hat in der letzten Kurve, aber auf jeden Fall haben wir hier durch einen perfekten Strategie und auch durch eine Mega-Leistung haben wir es hier geschafft, einfach auf den ersten Platz in Le Castellet zu fahren. War das der letzte Grand Prix, den wir hier gesehen haben? Ich hoffe natürlich nicht. Das ist eine coole Strecke. Ich meine, Rennen sind eigentlich eher fade, muss man sagen. Die sind richtig langweilig hier. Es gibt kaum Überholmanöver, auch kaum Action, weil natürlich eine sehr moderne und sehr sichere Strecke ist. Also es gibt auch kaum Crash oder so, da wo du sagst, oh mein Gott oder so. Aber jetzt gönnen wir uns hier mal kurz die Podiums, Intro. Wir gehen da drauf. Oh mein Gott, ich habe mir gedacht, den werde ich nie sehen. Aber wir haben den Watschler gesehen. Ich bin natürlich in die reelle Karriere eingestiegen, ab dem ersten Wochenende in Großbritannien. Das war jetzt natürlich nicht so gut, weil ich bin da, keine Ahnung, 200 Punkte hinter dem ersten. Wird schwierig. Also wir müssen da wirklich vieles gewinnen, dass wir generell dann noch eine Chance haben auf den Weltmeistertitel. Aber egal, wir konnten hier einen großen Erfolg
in Frankreich verweisen. Der Win ist einfach nur großartig. Ich liebe die Strecke, die bockt auch wirklich ordentlich. Wie gesagt, war das der letzte Grand Prix hier in Le Castellet? Ich hoffe nicht, aber ich wünsche mir natürlich doch mehr, dass das hier der letzte Grand Prix war, als dass Belgien aus dem Kalender fällt. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Und uns fehlen 146 Punkte auf, ja, Max Verstappen, auf dem wir, glaube ich, heute auch den meisten den meisten Bodenkuh gemacht haben. Vielen Dank fürs Zugucken. Eine Zieldurchfahrt mit 81.000stel Unterschied mit der Strafe dazu gerechnet. Glaube eines der knappsten Sachen überhaupt. Schaut gerne auf Instagram vorbei, @_tobi und auch gern auf Twitter und natürlich gern auf TikTok, Instagram auch. Links immer alle in der Bio. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken und später sollte auch noch die Hotlap oder vorhin schon gekommen sein. Bis dahin, danke fürs Zugucken und ciao. Oder morgen die Recap.